der letzten Episode. Warte mal, dann machen wir das mal anders. Dann gib mir erstmal nur ein Kilo in einer Viertelstunde. Dann schauen wir mal. Wir müssen ja eigentlich 75% von Hand machen können. 76, okay. Ja, es verschwindet dann. Ah, okay, du kannst es gar nicht mehr sehen. So ist das hier. Warte mal. Dann kommen mal die Wassertabletten. Die haben wir jetzt mitgenommen hier. Wieso kann ich die nicht ablegen? Wieso kann ich hier keine Wassertabletten ablegen? Liegen schon zu viele oder was? Nee, das sind zu viele. Du kannst sie da nicht aufeinander legen. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 44. Wir sind wieder zurück im Lagerbüro. Wir haben jetzt erstmal abgeschlossen mit dem Elch abkochen. Das haben wir in der letzten Episode gemacht. Uff, das Ding ist fast voll, krass. Ja, da haben wir jetzt sowieso eigentlich nur die Birkenrinden, die könnte man eigentlich auch erstmal draußen lassen. Genau. Ein paar Stöcke unterwegs eingesammelt. Was sagt denn der Zustand im Generellen? Passt. Soweit. Dann lass mich zumindest mal hier ran gucken. Das kann da bleiben. Ach, wir haben die Fackeln mitgenommen, okay. Ich wollte eigentlich ein paar dort lassen. Naja, gut. Irgendwas ist immer. Dann haben wir noch ein bisschen Munition. Noch mehr. Drei Zielgewehr, 49 Revolver. Das sind immer noch nicht die Mengen, die wir im vorherigen Durchgang hatten. Da haben wir ja, ich weiß gar nicht, fast 200 Revolver oder so gehabt. 89 bei, okay, das klingt gar nicht so schlecht. Genau, dann lass uns mal die Säge rauswerfen, weil das haben wir jetzt festgestellt, das ist mit der Säge dann halt doch nicht immer hundertprozentig praktisch. Ja, ist ein bisschen sinnvoller liegt hier. Genau, Fackeln fliegen draußen raus. Stöcke lassen wir erstmal dran. Das Futter bleibt auch erstmal an uns. Genau. Wie war das mit den Kippmarkern? Wenn ich die Kippmarker herstellen will. Ach, hier haben wir drei Wetzsteine. Das läuft unter Werkzeug. Angelköder. Nee, nicht Angelköder. Angelmarker. Stoff, Metallschrott. Metallschrott? Wir haben keinen Metallschrott hier. Wo kriegen wir jetzt Metallschrott her? Da müssten wir vielleicht, ich weiß gar nicht, kriegt man Metallschrott irgendwie von den Hütten unten? Vielleicht so einen einzelnen, alleinstehenden Eimer oder sowas. Weil hier ist eigentlich nichts mit Metallschrott. 57%. Achso, ja, ich wollte mal gucken. Wir haben ja diesen Down-Schlafsack, den müssen wir ja auch irgendwie reparieren. Brauchst du, ich schätze mal, 5 Schneehund-Down, okay. Pro Reparatur. Na gut. Die muss man dann halt auf Vorrat halten. Okay, was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir machen den Weg frei. Ja. Ja, sieht fett nach Blizzard aus. Mal gucken, ob es auch einer wird. Wäre erstmal okay. Die Aktion kann man auch alle auf den nächsten Tag verschieben. Taub sind sie schon. Es reicht, wenn er nur abprallt. Ah, da ist auch der Steinhaufen aufgetaucht. Okay, das ist hinter uns. Ja, den Bären hier haben wir schon auseinandergenommen. Ich nehme mal an, dass nicht jetzt schon wieder einer rumscharwenzelt. Aber man weiß es nicht. Also, ich habe jetzt auch die Säge abgelegt. Ja, okay, dann wird das erstmal so nichts. Mit, dann könnte man nicht jetzt einfach weiter stiefeln zu den. Ja, komm, mach's vorweg. Zu den Hütten am See. Ah ja, haben wir schon ein paar Angelzeuge, sehr schön.
Wie ist denn das? Geh noch mal in dieses allgemeine Basteln. Du kannst nicht so ins Bastelmenü, okay? Wenn du Angelköder. Ja, das ist alles irgendwie. Na gut. Drähte, ein Draht, eine Krähenfeder, ein Metallschrott für einen Köder. Eine Eichel, eine Krähenfeder, Metallschrott. Eine Revolverhülse, Krähenfeder, Metallschrott. Das ist dann der Kippmager, genau. Zwei Stock, ein Stoff, ein Metallschrott, ein Angelzeug brauchst du dafür, okay. Dann gib mir mal zwei kaputte. Dann machen wir mal zwei Angelmarker. Das mit dem Köder, das war echt blöd. Aber das Problem ist halt, du musst die halt basteln. Weil sonst kannst du keine Fischköder dranhängen. Es gibt auch die einfachen, da brauchst du nur Metallschrott. Hier steht halt nicht, es wäre halt cool, wenn es irgendwie da steht, wie sich da die Chance verändert. Das ist halt alles gerätselt. Ich denke, das mit den Eicheln ist wahrscheinlich am ehesten machbar. Wahrscheinlich hat der die höchste Chance, der dann weniger, der noch weniger. Ja. Und wo ist der andere? Der da, der hat halt dann die geringste Chance. Gut. Ja. So sieht's aus. Metallschrott, okay. Na gut, der Blizzard droht. Wir machen ja trotzdem mal los. Mit der Hand. Da wird's finster. Naja gut. Geht erstmal hauptsächlich ums Fleisch. Das kann man ruhig erst liegen lassen. Du kannst ja im Prinzip im nächsten Durchgang sagen, jo, weißt du was? Ach, du scheint auch so viel. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine ein oder dreiviertel Stunde auf der anderen Seite ist, ist auch egal. Naja, ist nochmal aufgeklärt oder was auch immer. Es ist neblig geworden. Wieso kriegen. Achso, das ist ja der, genau. Der Kadaver auseinandernehmen, Skill. Ja, wir gehen jetzt auch ins Bett. Noch sehr viel zu tun. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Lass uns erstmal ausschließlich ums Holz kümmern. Das ist erstmal wichtig. Dass wir da 100 bis 150 Stöcke oder was auch immer in Äquivalenzen vorliegen haben. Okay. Eigentlich haben wir noch Futter. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Achso, falls Aurora kommen sollte. Also, wir haben noch einen kaputten Pfeil. Ja, dann nimm den halt noch auseinander. Auf das bisschen kommt es nicht an. Gut. Trinken, umfüllen, schlafen. Gute Nacht. Nope. Nix Aurora. Dafür jetzt Blizzard, echt? Gut, dann haben wir halt jetzt Blizzard. Ja, gib mir mal wieder eine Säge. Dass wir da auf jeden Fall eine haben, wenn wir dann halt nach Metallschrott jagen. Achso, du hast Durst. Das wäre natürlich dann praktisch fürs Trinken. Fürs Ertrinken, fürs Essen. War's das? Anscheinend ja. Dann können wir jetzt erstmal futtern gehen. Genau, das war's. Immer Rinder mit, komm. Noch ein Hühnerschenkel, 67 Kalorien. Was ist das für ein Hühnerschenkel? Das ist wahrscheinlich ein Hanghuhn. Ein großes und ein kleines Bein. Ah, spuckt's dann wieder aus. Gut. So. Ich gucke gerne nach Skills. Naja. Naja. Okay, gehen wir jetzt mal am Rand entlang.
Ja, ich hatte am letzten Samstag, Sonntag, eine super Idee gehabt. Ich habe meine kleine Wasserflasche mitgenommen. Geht 2/3 Liter Wasser rein. Sandalen angezogen und ab. Mal mit dem Auto aufgebrochen, um einfach mal zu gucken, was könnte man noch für Waldwege gehen. Irgendwie Richtung Potsdam gefahren. Auf der B2 und dann, ja, was stand da? Parkplatz Döberitzer Heide. Da habe ich schon gedacht, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Könntest du da ein bisschen rumschawenzeln? Naja, war halt einer dieser warmen Tage. Oder um nicht zu sagen heißen Tage. Ja, dann bin ich dann halt aufgebrochen. Okay, das ist da hinten. Gott. Halt klassisch immer meine Uhr aktiviert, um einfach das auch im Auge zu behalten. Wie viel läuft man und so weiter. Naja, bewölkt ist es jetzt. Genau. Ja, dann losgelaufen. So nach 2,3 Kilometern bin ich dann auf den Rundweg gestoßen. Der da ist 22 Kilometer. Ja, da habe ich gedacht, okay, gut, probierst es mal, warum nicht? Wie viel sind denn so 22 Kilometer? Habe ich dann als Challenge akzeptiert und gesagt, okay, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen für dich der Test für dann die große Wanderung in Norwegen, wo ich ja zum norwegischen geografischen Mittelpunkt will. 19,2 Kilometer ist, soll die lang sein, laut dem, was ich heute im Internet gefunden habe. Ich hatte gedacht, okay, dann läufst du das mal einfach, dass du da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst. Man muss ja dazu sagen, diese Heide, die ist halt sehr sandig in Teilen. Also gerne auch auf dem Weg. Es gibt auch Wege, Bereiche, die dann durch Waldstücke gehen sozusagen, wo man auch ein bisschen Schatten hat. Aber da gerade am Anfang, da war es echt, da habe ich echt gedacht, alter Schwede, mir senkt es gerade echt so fett die Sonne wieder auf den Nacken, Wald hinter mir. Alter, das ist so ein Stock. Und ich habe dann schon gesagt, okay, sei mal sehr defensiv mit deinem Wasser. Wenn du das schaffen willst, ein Schluck, habe ich erst gedacht, alle 15 Minuten. Ich habe es dann aber auf alle 2 Kilometer erhöht, was ja nicht so viel, am Anfang nicht so viel mehr war. Das waren dann vielleicht eher alle 18, 19, ja doch, 18 bis 19 Minuten sowas in der Drehe. Einfach um so ein bisschen zu strecken. Jetzt hat es sogar komplett. Ja, hat es nicht. Hat nicht komplett. Da, schade da. Da, wo der Wolf ist, ist auch mal gut viel mit Holz. Na gut, dann gehen wir da vielleicht drum herum. Ich hoffe, dass der Bär nicht schon wieder unterwegs ist. Ja. Und es lief auch am Anfang richtig gut. Dann relativ schnell mein Tempo gefunden, trotz dass ich durch Sand mit Sandalen gelaufen bin. Ich habe mich dann so langsam dem Point of No Return genähert. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo es dann sinnvoller ist, weiterzugehen und nicht umzudrehen. Hab dann gesagt, okay, gut, hast du jetzt eigentlich bisher ganz gut geschafft. Muskeln war gar kein Problem. Muskeln haben sich gut angefühlt. Gelenke habe ich so langsam ein bisschen gespürt. Und ich habe auch ein bisschen gespürt, okay, ein bisschen aufpassen hier auf Blasen und so. Naja. Immer weiter. Wasser hat auch von der Kalkulation gut funktioniert. Ja, und dann so nach so 17, 18 Kilometer Vietnamsee. 17, 18 Kilometer, das sind dann so, es waren dann am Ende 26 Kilometer. Es waren knapp, ich glaube, 9 Kilometer noch bis zum Parkplatz. Wir nehmen mal lieber den Bogen in die Hand. So. Naja, genau. Es ist nur eins, aber was willst du machen? Jedes bisschen hilft, auch wenn es nur ein Köder ist. Kannst du den Mülleimer zerlegen? Das wäre echt der Hammer. Ja, für euch, ihr seid noch im wilderer Lager unterwegs. Also laut
laut dem, was die Folge, die gestern rauskam, sind wir gerade wilder Lager als Basis. Ja, das ist schon etwas lang her. Okay, gibt es hier auch einen Eimer? Mülleimer zumindest. Alt, falsch, Tasten. Nee, das ist ein Regal, okay. Nee. Leider nicht, okay. Ah doch, die Metalllampe, genau. Perfekt. Okay. Ja, da habe ich dann so langsam gespürt, okay, da bilden sich Blasen. Also da, wo halt der Riemen von den Sandalen auf über den Fuß ging, hat sich gerade am Ende des Riemens, also da, wo es dann halt zusammenspanzt sozusagen, da hat sich eine Blase gebildet und an einem der Zehen, da muss ich dann Tempo rausnehmen. Tatsächlich. Ja, und dann, ja, ich sag mal so, die letzten 4-5 Kilometer, da habe ich dann echt gemerkt, oh, so langsam geht mir die Puste aus. Wasser wurde halt auch echt knapp. Also Wasser hat, nee, das, was ich in der Flasche hatte, hat gut funktioniert. Aber im Körper habe ich halt gemerkt, dass ich halt ein bisschen, dass mir halt ein bisschen schwummrig wurde. Ah ja, apropos. Wurde ein bisschen schwummrig und, ja, ganz leicht fingen die Kopfschmerzen an. Und dann der Körper, ich habe dann so zwischenhoch gehabt, so zwischendrin, so bei Kilometer 10 ungefähr, habe ich dann auf einmal so einen richtigen, wie so einen Schub gehabt. Da hat der Körper wie so eine zweite Energie, da konnte ich fast, habe ich schon fast überlegt, ob ich jetzt renne, aber da habe ich mir gesagt, okay, das ist vielleicht nicht so gut auf Sand. Aber ich konnte richtig schnell laufen, alter Schwede. Ja, das hat aber nicht lange angehalten. Ja, hier könnte man nochmal die Axt rausholen. Stunde für 6, okay. Relativ lang tatsächlich. Ja, also die letzten 4-5 Kilometer, da habe ich die Kilometer echt runtergezählt. Das war echt krass. Im Auto habe ich dann auch, waren da noch 2 Flaschen im Auto, aber die waren hatten auch nur so ein paar. Ja gut, wir müssen es lassen. Waren dann auch nur so ein paar Reste drin. Da habe ich auch gesagt, okay, ich muss erstmal zu einer Tanke fahren und mir hier mal was Ordentliches zu trinken holen. Da habe ich mir dann 2 1-Liter Getränke geholt. Eins so quasi isotonisch und dann einfach so eine Sprite dazu, dass der Körper halt auch wieder was für Energie hat. Und die erste Flasche habe ich noch direkt an der Tanke geäxt. Und die andere hat dann auch nicht mehr so lange gehalten. So komplett wieder den Wasserbestand aufgefüllt. Also ja, das war ein bisschen übertrieben. Und ja, das waren dann am Ende des Tages richtig viele Blasen. Also ich habe das, was ich da von der Schnalle von der Sandale hatte, da war gar keine Haut mehr da. Das war dann komplett im Fleisch drin und ja, 4 Zehen. Uff, ja, jetzt bin ich erstmal dabei, hier die Wunden zu pflegen, damit ich da für Norwegen halt wieder fit bin, weil ich will das nicht mitnehmen. So. Aber wir kriegen recht was zusammen, das ist echt der Hammer. Aber es war cool. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, falls euch das mal interessiert, Döberitzer Heide, aber hey, packt richtig gute Schuhe ein. Die meisten Leute, die ich begegnet habe, die hatten auch richtig gute Schuhe. Also die ich eigentlich auch habe. Aber ich hatte die halt gerade gewaschen. Innen. Die waren halt noch feucht. Die wollte ich da nicht mitnehmen. Außerdem wollte ich die auch noch außen. Bitte was? Das ging ja schnell. Habe ich das irgendwie aufgeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Hey, bitte was? Nee, habe ich nicht. Okay. Sieht man das? Ach, du stande 74 Tage schon, echt. Okay, lass uns mal schauen. Hier sind wir zurückgekommen. Seeausblick Lagerbüro. Eisfischerhütten, Rätsel, Silvesterhütten, Hüttenhütten, Lagersee, Rätselbüro, Lagerbüro, Haus des Pelzjägers. Da sind wir dann wieder zurückgekommen. Förster Aussichtsturm. Also es muss hier um Tag 56 sein. Ja gut, okay, das sind ja auch schon wieder fast 3 Wochen. Boah, die Zeit vergeht. Wie viele Tage haben wir dazu gebracht? 24. Wir haben fast so viele schon wie... Fast so viele wie am Flughafen. Der Flughafen ist natürlich noch viel größer. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, wir müssten nochmal Wasser kochen oder wir haben vielleicht noch was am Umlage. Ja, wir jagen jetzt nicht noch den Bären. Wir haben jetzt Angeln im Fokus. Das ist wichtiger. Ja. Ja, die. Also dann am Montag und Dienstag, da hatte ich auch ziemlich, da haben meine Adduktoren noch ein bisschen wehgetan. Also die Sehnenansätze sozusagen. Huch, ein Rucksack. Naja, ein leerer Rucksack. Also habe ich dann schon gespürt, dass das schon war, aber die Muskeln waren am nächsten Tag so, als wäre nichts gewesen. Ich hätte also direkt wieder losgekonnt, was ich natürlich nicht konnte. Ich habe es auch noch nicht gemacht, wegen der Blasen. Aber ja, das sollte also klappen in Norwegen. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe die 26 Kilometer in 4 Stunden und 11 Minuten gelaufen. Wenn ich da am Ende nicht so eingebrochen wäre, hätte ich das wahrscheinlich sogar unter 4 Stunden geschafft. Also ich habe das immer mal wieder so durchkalkuliert. Ich hätte es knapp unter 4 Stunden geschafft. Und das ist schon üppig. Mit Sandalen. Also mit den Wanderschuhen, da kann man dann vielleicht nochmal 10 Minuten abziehen, schätze ich mal. Wenn ich da genügend Wasser und auch was zu essen vor allem dabei habe. Das ist auch etwas, was ich mir für Norwegen gekauft habe. Isotonisches Getränkepulver. Weil das brauchst du auf jeden Fall. Zucker und ja, die ganzen Minerale halt. 89 Stöcke, 122 Stöcke. Nice. Ja, das hat richtig gut funktioniert, das ist echt der Hammer. Mit altem Metall jetzt nicht so sehr, okay. Der Tag ist schon wieder fast zu Ende. So, naja, die Säge ist vielleicht nicht das günstigste. Hm? Dann holen wir noch die Felle raus, trainieren das noch ein bisschen. Ich glaube, Fische auseinandernehmen dürfte nicht zur Kadaver. Habe ich da Federn übersehen? Ne, sieht nicht so aus. Hier sind dafür welche. Okay. Du kannst mit den Vorwärts-, Rechts- und Links-Tasten kannst du trotzdem irgendwie so, okay. Interessant. Warum auch immer das so wichtig ist. Ja, ich weiß, du hast Durst. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal Wasser nochmal aufsetzen. Vielleicht ist ja noch was am Lagerbüro. Ansonsten würde ich gerne mal im Seeausblick schlafen. Dann könnte man nämlich dort noch ein paar Tannen schlagen. So, wie sieht denn das aus hier? Die sind leer, nehme ich mal stark an. Nö, da ist was drin, okay. Kann sie jetzt auf jeden Fall ablegen. So, was ist mit der? Die ist leer. Okay, alles klar. Dann passt das wenigstens. Dann sollte man jetzt auch gleich futtern. Wasser ist sonst hier nichts weiter, genau. Ja, das hilft uns nichts. Okay. Nö, passt ja auch soweit. Warte mal, wie ist denn das? Wir haben ja keine weiteren Birkenrinden. Lass mal die gerade hier. Genau. Ich nehme an, hier ist auch kein Altmetall. Nö. Hätte mich auch etwas gewundert. So, du hast jetzt Wasser runter. Genau. Oh ja, Bär. Wo wir den jetzt gerade gesehen haben. Huch, ist gerade auf. Echt? Das ist wieder Aurora, oder was? Wir sind da jetzt noch dran. 32. Yes. Wir müssen sowieso rein. Ja, mal gucken. Fester Halt. Naja, da liegen die Wölfe. Der Wolf, okay. Jetzt die Wölfe. Bisher sieht es hier drin noch nicht nach Aurora aus. Ja, zwei Altmetalle ist echt nicht viel. Aber immer noch die Fackeln bei uns. Hm? Das packen wir auch mal mit rein. Genau, wir können noch ein Angelzeug machen und wir sollten... Ach, zu wenig Altmetall. Ich meine, ich könnte, was ich machen könnte, ich könnte halt einige der Laternen halt zerlegen.
Das ginge schon, da könnte man auf jeden Fall noch was draus gewinnen. Ich hatte auch früher mal eine Mod gehabt, wo du aus 4 Dosen ein Altmetall machen konntest. Metallschrott. Aber das haben wir nicht mehr. Dann haben wir hier noch eine Lampe. Die geht tatsächlich nicht und ich glaube, oben haben wir auch keine. So, ich will mal gerade gucken, gibt es Aurora oder nicht? Nee. So thirsty, I can't think straight. Ja, du kriegst noch was, wenn wir ins Bett gehen. Alpenglühen. Dann geht's hinauf. Ja, also Döberitzer Heide kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock drauf habt. Gute Schuhe. Ist natürlich Pflicht. Reichlich Wasser. Es gibt dort keine Quellen rundherum. Also im Ganzen, die gesamten 22 Kilometer gibt es keine Quellen. Gibt dort auch nichts irgendwie, wo man mal einen Snack holen kann. Da ist es wirklich mitten in der Natur. Das war früher mal irgendwie so ein Truppenübungsplatz. Und die haben halt das Zentrum jetzt irgendwie so gemacht, dass halt das so ein, wie so eine Art. Ja, das ist ein abgeriegelter Bereich. Also du kannst auch nicht quer irgendwie eine Abkürzung nehmen. Ist komplett abgeriegelt und das ist dann halt so ein geschützter Wildbereich. Naja. Also du musst dann außenrum entlang. Und du kannst, ich glaube, bei der B5 kannst du da diesen Erd. Da gibt es beim. Bei, da gibt es diesen Karls Erdbeerhof. Da kannst du halt, da gibt es einen Parkplatz dann weiter hinten oder an der B2. Direkt der Döberitzer Heide. Bei der B2 ist es halt der Vorteil, wenn du da nur zu dem Aussichtsturm willst, du bist du relativ nah dran. Das sind dann nur 5 Kilometer oder so. Ist dann nicht so weit. So, Tanne. Da müssen wir jetzt mal das Beil schwingen hier. 45 Minuten. Nö, sieht nicht nach Aurora aus. Da kriegt man richtig was zusammen. Yes. So, jetzt ist es wirklich finster. Ah ja, wir haben Nebel. Ja, das passt jetzt doch ganz gut. Da liegt was. Ach, das ist diese Kiste, genau. Da waren Signalpatronen drin. Was ist das denn? Ach so. Das ist nur Textur. Okay. Halt. Schlafsack bitte. Ja, das kann man direkt ausschlafen. Ich habe schon wieder die Fackeln dabei, ich Vollidiot. Ich lege sie nicht ab. Gut. Ja, das ist warm genug. Gute Nacht. Easy. Sonnenschein. Ja, wir müssen uns sowieso noch ein bisschen hier in der Region herumtreiben. Also gerade jetzt auch im Hinblick halt auf das Elchfell. Ja, du hast schon wieder Durst. Das kann doch nicht wahr sein. Metallschrott. Wo kriegt man noch Metallschrott her? Oder muss das jetzt einfach erstmal reichen? Okay, hier sehe ich jetzt nicht weiter. Stöcke und so. Na gut. So, wie ist denn das da unten? Wir gehen mal hier runter. Da liegt immer noch der Hirsch. Aber den lassen wir mal liegen. Ach, guck mal. Ich hoffe, das kriegt man alles rein. Okay. Zack, das Gewicht. Ja, das wird schon knapp tatsächlich. Dann nehmen wir nur die Stöcke mit und nicht die Zweige noch zerlegen. Halt. Wie oft muss ich denn klicken? Ach, da gibt es noch eine Zeder. Okay, dann nehmen wir die auch mit. Und? Ne, eine ist zu viel. Gut, dann fliegt ein Stock raus.
Könnt ihr natürlich auch runterwerfen, aber hey. Wer ist denn kaputt? Der zählt da nicht mehr. Aber sonst war hier nichts, okay. Einmal hinunter. Ja, manchmal ist hier ein Wolf unterwegs. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist auch noch eine Tanne, aber ich will jetzt da nicht so viel Zeit vertrödeln. Weil wir müssen uns auch noch um die Vorbereitung der Dinge fürs Angeln halt kümmern. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier wieder auf dem Eis los ist. Ja, ich Idiot habe leider auch mein Handy vergessen mitzunehmen, geschweige denn Fotoapparat. Weil ich eigentlich auch nicht erwartet habe, dass ich hier so eine Monsterwanderung mache. Aber hey, das hat meine Frau schon gemeint. Ich mache das nochmal. Ich möchte das einfach mal mit Wanderschuhen machen. Ausreichend Wasser natürlich dabei, das ist auch klar. Ich habe ein bisschen was zu knabbern, dass man dann nicht gar zu sehr leer läuft. Das waren ja immerhin ein... Ja, also ich schätze mal so 3.500 Kalorien müssten das gewesen sein, die ich da verbrannt habe. Echt nur der eine Wolf da drüben, echt? Na ja, gut. Das Ding ist fast voll. Ernsthaft? Na ja, gut. Wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Ich denke, wir haben eine gute Menge Holz hier. Das ist der Hammer. Über die Fackeln lasse ich mich jetzt nicht aus. Können sie erstmal ablegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte das jetzt inzwischen her ist, dass wir den Elch geplättet haben, beziehungsweise die Haut abgelegt haben. Wahrscheinlich 4 oder so. Wie lange braucht der? 12 Tage, 15 Tage? Relativ lang auf jeden Fall. Also, mal gucken, wie wir das mit Angeln machen. Wir machen das vielleicht nicht wieder mehrere Nächte am Stück. Ich meine, es geht dann immer noch, wenn du halt Hunger hast. Ich habe einen Wolf gehört. Ich habe doch einen Wolf gehört. Tatsächlich. Habe ich dich nur am Rücken erwischt? Yes! Gott. Passt ja gut zusammen. Wir riechen aber immer noch. Am Kopf. Heißt das, die Tug ist kaputt? Oh. Na, werden wir gleich sehen. Aber die Kleidung? Nö, hat kaum gelitten. Krass. Es gab ja auch keinen Ratsch. Also, es ist nur der übliche Verfall sozusagen. Achso, danke für den Pfeil, genau. Ne, das sind dann immer nur 3 Kilo. Ne, für eine Stunde. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Stunde zu stehen, sorry. Die Zeit ist mir zu kostbar. Aber ein bisschen üben kann man trotzdem. Ja gut, das machen wir mit der Hand. Na ja, hallo Schnee. Er ist gar nicht, sah nur so aus. Mal noch Därme rausholen. Nur zu Übungszwecken. Okay.
Ja, wir nehmen die Flaschen auf jeden Fall mal mit runter. So. Die Därme. Okay. Genau, dann haben wir das Wolfsfell noch. Ja, du legst sie mal so, mal so. Oder habe ich die? Ich habe die wahrscheinlich dahin geschoben. Das eine. So, ich habe immer noch die Fackeln dabei. Hm. Ja, schmitzel die Schmatz. So. So, nochmal. Wie war das jetzt? Zwei Stöcke, ein Stoff, ein Metallschrott. Ach du Schande, du brauchst doch Metall für dafür. Puh. Na gut, das muss sein. Gut, null Stoff. Na, dann lass mal hängen. Kann man denn noch was abnehmen? Wo das denn? Ja, hier vielleicht. Hm? Bisschen mehr Licht vom Fenster. Und dann brauche ich noch vier Stöcke. Und dann werden wir uns mal da 20 Stunden hinstellen, um die Dinge zu basteln. Stürmisch. So. Nee, nicht Köder. Das da, genau. Angelzeug, Metallschrott, Stoff, Stock. 40 Minuten. Gut, dann braucht es 1 Stunde 20. So. Gut, dann können wir noch eins basteln. Das können wir natürlich in der Hand machen. Ja, okay. Angelzeug. Okay, Metallschrott ist hier tatsächlich ein Problem. Nur mal gucken, was sagt denn der Skill? 2, das ist natürlich nicht gut. Ne, Metall wollte ich. Wir haben 2 Angelzeuge und 2 Angelmarker. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir da wirklich so super, super glücklich damit werden. Das wird nicht ausreichen. Ist. Ja, wir. Es ist inzwischen auch bewölkt. Wir müssen da nochmal. Leider nochmal hin. Warte mal. Was wollte ich jetzt hier? Ah ja, die Fackeln, genau. Ja. Das Zeug mal los. Okay, dann lass uns das mal zumindest mal runtertragen. Der Bogen ist auf 41% jetzt runter. Ja, das reicht vom Metallschrott leider nicht. Wie ist denn das eigentlich? Du kannst dir, glaube ich, auch noch zu Metallschrott verarbeiten. Aber gut, das ist dann die Notreserve. Okay. Gut, und wie weit ist der Skill jetzt gekommen? ein paar Wildchen braucht man noch. Ja, es sieht momentan so aus, dass, aus der Sicht desjenigen, der noch nicht im Urlaub war, sieht es so aus, als würde nicht Starfield kommen, sondern tatsächlich, dass wir nochmal mit Fallout 4 starten. Ich habe auch schon den Tipp bekommen, ob ich nicht mal mit Fallout 3 starten würde. Es wird dann schon halt sehr, sehr kunterbunt. Das Ganze. Wir könnten auch nochmal zum Damm rüber wackeln und da nochmal mehr Metallschrott holen, weil es ist mir echt zu wenig, um ehrlich zu sein. Ja, eines behalte mal. Hm. Na, jetzt gehen wir erstmal zu den Hütten. Erstmal zu denen, dann zu der einen noch da drüben. Dann werden wir entscheiden, was wir machen. Ja, also das, was ich bisher ja zumindest mitbekommen habe. Es gab ja so eine X3 extrem teure Version. Wenn du 100 Euro ausgibst, durftest du das, glaube ich, eine Woche früher oder so spielen. Also ich kann mich da dermaßen nur so facial palmieren dabei. Also das, ich kann das nicht nachvollziehen. Wie hat einer gesagt, inzwischen sind wir so weit, dass... ja, wunderschön. 3 Wölfe, 4 Wölfe, okay. Inzwischen sind wir so weit, dass eine Vollversion zu einem Spiel, zu einem echten Release 100 Euro kostet.
Und die verzögerte Variante spartet immerhin 30 Euro. 70 kostet die immer noch. Das finde ich ja sowieso so ein Unding, dass du halt für viel mehr Geld halt das Spiel dann spielen kannst. Und du hast ja auch schon. Hast du dann schon den Day One Patch? Ja, es gibt immer so einen Day One Patch, das ist auch ganz toll. Ist der Wolf jetzt dann noch hier, wenn die da drüben rumfuhrwerken? Der Bär ist auf jeden Fall auch da. Ja, mal gucken. Also im Prinzip ist das echte Spiel eigentlich 100 Euro und die verzögerte Variante dann 70 Euro. Naja, gut. Sei es wie es sei, auf jeden Fall. Review ist natürlich noch keine raus. Also keine echte. Das sind also die üblichen Verdächtigen wie IGN und so, die halt die sowieso nicht sehr. Wie soll man das sagen? Glaubwürdig wirken, weil bei denen ist ja schon eine 7 von 10 ein extrem schlechtes Spiel. Ja, naja. Ich warte halt auf Angry Joe halt. Das ist so meine echte Quelle, was das so betrifft. Er hat ja auch gesagt, er macht das. Er versucht es so schnell wie möglich rauszubringen. Mal gucken. Aber ich denke nicht, dass es kommt. Ja, ich auch. Aber ich habe auch noch. Muss auch noch ein bisschen warten. Naja. Aber zumindest das, was ich mitbekommen habe, war es jetzt nicht so prall, das Spiel. Also im Sinne von, wenn man halt wirklich so Fallout-mäßig unterwegs ist, ist das wohl nicht so dann auf dem Level, storytechnisch. Und das, was ich halt ein bisschen schade finde, es ist, also es würde sich dann eher lohnen, No Man's Sky zu spielen. Es würde sich mehr lohnen, No Man's Sky an der Stelle zu spielen, weil No Man's Sky dann halt wirklich eine zusammenhängende Welt ist. Bei Starfield sind es halt alles so Inseln. Du hüpfst von Insel zu Insel im Prinzip mit Ladescreen. Naja, so wie wenn wir dieses Haus betreten. Wer ist jetzt zack auf einem Planeten? Ja, das ist halt, naja, schade. Sag ich dir nur schade. Weil vom Style ist es schon geil. Aber das reicht ja nicht allein. Und der Bär, wo ist der jetzt? Hinter der Hütte. So, wie ist das hier? Irgendwas vielleicht? Nichts. Ich glaube, hier ist gar nichts tatsächlich. Ja, die Lampe kannst du nicht. Ja, okay, das reicht nicht. Das ist. Nee, lass das mal. Wir machen das anders. Ah ja, guck mal. Okay, wir werden in der nächsten Episode nochmal zum Damm zurückwatscheln müssen. Das hilft nichts. In dem, ich glaube, linken Container sind, glaube ich, diese ganzen umgestürzten Regale und so weiter. Da werden wir mal so 2, 3 zu legen, damit wir wirklich einen guten Schwung haben. Ein Teil lassen wir im Damm, ein Teil nehmen wir hier mit. Und dann basteln wir uns ruhig mal 7, 8, 9, 10 Angelzeuge. Oder vielleicht noch mehr. Wir müssen halt gucken wegen der Ködergeschichte halt falsch. Ja, warte. Dann halt so. Wenn wir halt diese bauen wollen mit den Eicheln. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Eicheln sammeln. Da brauchst du das gar nicht. Okay. Du brauchst für die Köder die nicht oder nur für die Angelmark. Okay. Ja gut, das geht dann immer noch, aber trotzdem sollten wir das tun. Weil ich möchte nicht mit nur 2 Angelzeugen angeln. Wir sind auf Level 2, das heißt, die sind wahrscheinlich innerhalb von einem Tag beide perdu. Das bringt nichts, wir brauchen mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.